Hallihallo, hier ist Buttercake und das ist ein TF2 Gameplay. Wer hätte es gedacht? Diesmal als Spy auf King of the Hill Spawn Camp Nucleus. Und zwar mit dem Standardmesser in Strange, mit dem Standard-Zapper, mit dem Standard-Revolver und mit der Standard-Invis-Watch. Ja, alles Standard. Warum nicht? Ich benutze bei Spy ehrlich gesagt nicht nur Standardsachen, aber in diesem Gameplay schon. Und über was ich heute mit euch reden will, ist Upload-Plan. Upload-Pläne generell. Wie ihr sicher schon gemerkt habt, halte ich mich jetzt als Gameplay-Kommentator auf YouTube ganz strikt und konsequent an absolut keinen Upload-Plan, weil ich ihn sowieso nicht einhalten könnte. Aber ich versuche so, ja, jeden zweiten Montag lade ich ja Team Factious hoch, wenn ich es nicht irgendwie wieder verpeile. Und die anderen Montage versuche ich dann so irgendwie ein Gameplay hochzuladen. Und Mittwoch versuche ich ein Gameplay hochzuladen. Und Freitag versuche ich ein Gameplay hochzuladen. Und wenn mir noch irgendwie was einfällt, dann mache ich das dann Samstag oder Sonntag, je nachdem, wann ich gerade Lust habe. Und wenn noch irgendwie was übrig ist, dann kommt das Dienstag oder Donnerstag rein. Ist aber eher selten. Das sind dann so Projekte wie Hello Kitty Online. Und darüber müssen wir gleich nochmal reden. Ich bin echt enttäuscht von euch, was das angeht. Aber beim Hello Kitty Online Aufnehmen habe ich mal wieder gemerkt, wie faul Let's Player eigentlich sind. Also, ich war einmal aufgenommen, in 2 Stunden. Jetzt haben wir 8 Videos. Und da ich 2-mal pro Woche hochlade, Hello Kitty, habe ich jetzt Videomaterial bis zum 11. Oktober. Also wenn euch nochmal ein Let's Player in einem Video sagt, er hat so viel Arbeit mit seinen Let's Plays und macht sich so viel Mühe, dann ist das höchstwahrscheinlich gelogen. Es sei denn, es sind keine Standard-Let's Plays, sondern die sind irgendwie gut nachbearbeitet oder es sind irgendwie 3, 4, 5 pro Tag oder so. Dann ist das natürlich schon aufwendig. Aber ansonsten, Let's Plays, ganz im Ernst. Da nimmt man 2 Stunden auf, hat 8 Videos. Wenn man die jeden Tag hochlädt, ist das über eine Woche und dann hat man Pause. Naja, aber wir wollen jetzt mal nicht weiter über die Let's Player herziehen. Ich meine, ich habe zwar als Kommentator noch mehr Arbeit und ich sag schon von mir, dass ich wenig Arbeit, in Anführungszeichen Arbeit mit meinen Gameplays habe, weil es ja eigentlich Spaß macht. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass man da schuften muss für, nein, man spielt ein Spiel und redet über irgendwas, was einen interessiert und was hoffentlich auch andere Leute interessieren und dann nimmt man das halt auf und so ein Zeug. Also das ist jetzt nicht wirklich umständlich. Aber selbst meine Gameplays sind, glaube ich, noch aufwendiger, weil ich das Ding spielen muss und dann rendern und mir dann ein gutes Thema aussuchen muss. Da ist, glaube ich, der Schlüsselpunkt. Das brauchen Let's Player nicht. Die können einfach loslabern und dann haben sie was sie sagen können. Dann, ja, spreche ich das drüber und nehme es auf. Ist es auch nicht viel Arbeit? Nein. Aber das ist das Schöne an YouTube. Man muss nicht arbeiten. Das ist genau das, was ich auf YouTube brauche. Einfach irgendwas machen, was einem Spaß macht. Und es ist jetzt nicht unbedingt viel Arbeit. Aber ich wollte nochmal auf Hello Kitty zurückkommen. Also, ich bin echt enttäuscht von euch. Hello Kitty Online. Beziehungsweise Let's Play Hello Kitty Online Teil 1 hat an einem Tag mehr Views bekommen als meine Gameplay-Commentaries momentan. Was ist mit euch los, Leute? Warum guckt ihr Hello Kitty lieber an als Team Fortress 2? Muss ich mir Gedanken um euch machen? Muss ich irgendwie bestehen meine Abonnenten aus kleinen Mädchen oder so? Ey, ihr seid echt die Experten, wisst ihr das? Und wo ich noch enttäuscht von euch bin, ist die Highlander-Website. Ich ging letztens auf die Website und schaue nach und es sind 14 Teams auf 90 Leute. Das sind Highlander-Teams. Man braucht 9 Leute pro Team. Wenn man das jetzt mal durchrechnet, 14 Teams mal 9 Leute. Wir bräuchten 130 Leute. Wir haben aber 40 zu wenig. Also, wenn ihr nochmal auf die Website geht, die übrigens mittlerweile so ziemlich fertig ist, man kann sie benutzen und alles, das Turnier wird bald starten. Also die Website ist im Prinzip fertig, wir feilen nur noch dran. Wenn ihr auf die Website geht, dann kein Team gründen,
sondern eins suchen. Und wenn ihr mehrere Leute seid, dann versucht doch alle zusammen ein Team zu suchen. Es sei denn, ihr seid schon ein Team, dann ist das natürlich klar. Aber ich finde das so gut, wie vier Leute hintereinander reingehen und vier Teams gründen insgesamt. Und das Team dann nur ein Mitglied hat. Und hier muss ich jetzt mal kurz Pause machen. Dieser Teil des Gameplays, ich habe geheult vor Lachen. Ich lasse es unkommentiert. Das ist der Hammer, oder? Das ist einfach nur der Hammer. Ja, zurück zu dem... zu der Website. Ja, und dann... ein paar Leute haben dann ein Team gemacht. Haben gesagt, ja, das ist mein Team. Aber haben keine Leute für das Team gesucht. Und die Teams sind bis heute leer, bis auf eine Person. Wenn ihr auf die Website geht, Tipp. Ihr müsst da Leute anschreiben. Da ist eine Spielerliste. Da könnt ihr Leute suchen, die eine bestimmte Klasse spielen und noch kein Team haben. Aber das ist ein Geheimtipp. So. Und, ja. Das war's. Mir gehen die Themen aus. Egal, wir können ja mal ein bisschen weiter das Gameplay schauen. Ihr habt bestimmt schon so ein bisschen gesehen, wie ich Spy spiele. Ich habe jetzt keinen tollen, besonderen Spielstil als Spy. Ich bin nicht unglaublich aggressiv, ich bin aber auch nicht sehr passiv. Aber, ja, ich glaube, ich bin gar kein so schlechter Spy. Ich habe sogar, wenn man es genau nimmt, früher, so die ersten 300, 400 Stunden Team Fortress, die ich gespielt habe, habe ich fast ausschließlich Spy gespielt. Also, ich habe wirklich ein paar Stündchen Spy schon auf dem Buckel. Das ist aber lange her. Ich habe nämlich vor Ewigkeiten dann angefangen, andere Klassen zu spielen, habe einfach keine Übung mehr als Spy. So ein bisschen ist noch hängen geblieben, deswegen bin ich jetzt ganz akzeptabel, aber ich bin jetzt auch nicht unbedingt gut als Spy. Aber, ja, einfach weil es so lange her ist, dass ich aktiv wirklich viel Spy gespielt habe. Damals gab es nur die Standardwaffen für den Spy und deswegen bin ich damit am besten vertraut. Ein paar Leute fragen mich, was ich denn gegen die anderen Waffen habe. Ich habe eigentlich nichts gegen die anderen Waffen, bis auf Spy Cyclone Enforcer. Das sind Ausnahmen. Aber ich spiele halt lieber mit der Standardausrüstung. Was ich noch ab und zu nehme, ist Cloak and Dagger, weil das Ding eben ziemlich nah an der normalen Invis Watch ist. Nur, dass man halt stehen bleiben kann und dass man das auflädt, das nehme ich gerne in der Verteidigung übrigens, wenn man darauf wartet, dass eben die Gegner zu einem kommen. Und wenn man nicht im Angriff ist und laufen muss, sondern wenn man wirklich darauf warten kann, dass der Gegner zu einem kommt, dann finde ich Cloak and Dagger gut. Mit Deadringer spiele ich nicht gerne, bin ich jetzt auch nicht unbedingt gut, aber es gefällt mir einfach nicht das Game, das Prinzip. Beziehungsweise das Prinzip gefällt mir schon, sich totstellen, ja, aber ich spiele einfach nicht gerne damit. Und dann fragen natürlich mal wieder welche, warum und ja, was ich denn überhaupt gegen Spy Cyclone und Enforcer habe. Ich habe letztens ein Gameplay gemacht, da habe ich Spy Cyclone und Enforcer benutzt. Das erste Mal, dass ich jemals diese Waffen benutzt habe und ich habe 19 Kills oder 16? 16 oder 19 Kills gemacht, ohne zu sterben. Ich habe noch nie vorher mit diesem Set gespielt. Was... Ah, dieser Kollege hat das Set auch. Was eigentlich nur davon zeugt, dass es einfach ist, weil ich mich nicht irgendwie dran gewöhnen musste. Es war einfach total einfach, damit zu spielen. Und damit kann jeder Depp spielen. Und wenn jeder Depp damit spielen kann, dann ist eine Waffe oder ein Set overpowered. Das ist meine Definition von overpowered. Und deswegen habe ich was gegen diese Waffen. Abgesehen davon bin ich nicht der Einzige, der das findet, der diese Waffen absolut, naja... denn in der ETF2L im Highlander, wo wirklich fast alle Waffen erlaubt sind, ETF2L ist übrigens europäische TF2-Liga, da sind Spy Cycle und Enforcer auch verboten. Genauso wie der Phlogistinator, auch wenn man damit eigentlich nicht viel anrichten kann, wenn man so spielt wie dieser Kollege. Naja, damit ist das Gameplay
gleich auch schon vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt mir ja eine Bewertung geben, wenn ihr wollt. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Zocken. Tschüss.